Hallo, mein Name ist Philipp und ich heiße euch willkommen beim Lernvideo über die sagenumwobene Mondfinsternis. Als Grundlage dieser Lerneinheit solltet ihr euch schon mit der Ausbreitung des Lichtes beschäftigt haben und vielleicht auch ein bisschen über Mond, Erde und Sonne wissen. Um dem Geheimnis der Mondfinsternis auf die Schliche zu kommen, werden wir uns zuerst die Entstehung einer solchen ansehen. Was ist eine Mondfinsternis und wie kommt es zu diesem Phänomen? Wir betrachten danach auch speziell den Verlauf und das Aussehen einer allgemeinen Mondfinsternis. Dann werden wir kurz über bestimmte Voraussetzungen reden, die für eine Mondfinsternis erfüllt sein müssen und der hauptsächliche Grund sind, warum wir sie so selten beobachten können. Als vierten und letzten Punkt werden wir uns ein paar statistische Daten und interessante Fakten zu Mondfinsternissen ansehen, um noch mehr über dieses Phänomen zu erfahren. Doch fangen wir vorne an. Was genau ist eine Mondfinsternis und wie kommt sie zustande? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com